Detektiv Conan ist ein Anime und Manga voller Mysterien und Geheimnisse. Deshalb müssen wir oft zwischen den Zeilen lesen, um die Wahrheit herauszufinden. Nichtsdestotrotz hilft uns Gosho Aoyama, der Mangaka, und baut selbstverständlich Hinweise ein, die uns zum späteren Zeitpunkt eigentlich schon die ganze Wahrheit verraten. Worum es genau geht, ich sage nur Subaru Okiya, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Aber Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um Hinweise von Gosho Aoyama, die er im Anime-Manga gestreut hat, wo wir eigentlich schon verraten bekommen haben, wie die Zukunft ausgehen wird. Diesmal geht es um Shuichi Akai, sprich aka Spoiler, Subaru Okiya. Das Ding ist, Shuichi Akai ist einer der Silver Bullets in ganz Detektiv Conan zusammen mit Conan Edogawa, die also in der Lage dazu ist, die Schwarze Organisation zu zerschlagen. Leider ist die Schwarze Organisation dann in der Oberhand gewesen, denn Kyr Ainok vom CIA in der Schwarzen Organisation wurde bezichtigt, Ainok, also eine Ratte, ein Spion zu sein, was gleichbedeutend mit dem Tode wäre. Also hat die Schwarze Organisation gesagt, du tötest Shuichi Akai, unseren Erzfeind. Und dann hat sie es getan, nichtsdestotrotz war Shuichi Akai dann tot oder vielleicht auch doch nicht, denn es gab einen Megaplan von Kyr, Shuichi Akai, natürlich aber auch von Conan und James Black, um seinen Tod vorzutäuschen. Das Ganze ist passiert in den Episoden 501. Dort ist es dann soweit gewesen, Shuichi Akai war tot. Und doch kurze Zeit später ist etwas Magisches passiert. Mit der Episode 509 ist nämlich Subaru Okiya aufgetaucht, der Shuichi Akai ist. Nur unter ein Pseudonym, das heißt, er kann aus dem Schatten heraus agieren und weiter gegen die Schwarze Organisation ermitteln. Und in dieser Episode bzw. in dieser Videoreihe werden wir klären, wo wir eigentlich hätten schon wissen müssen, dass es sich bei Subaru Okiya um Shuichi Akai handelt. Wir befinden uns hier in Episode 509, die den Anfang eines Dreiteilers bildet. Die Story ist ganz einfach, und zwar besitzt der Vater von einem Mitschüler von Conan ein Gebäudekomplex und dieser ist halt abgebrannt. Dazu gab es quasi auch ein Tagebuch mit Hilfe der Detective Boys, denn ein Mieter steht im Verdacht. So hat quasi der Junge quasi den Tätern bzw. drei möglichen Tätern Farben zugeordnet. Einmal haben wir den Weißen, dann den Roten und dann den Gelben. Und hier kommen wir schon zu einer sehr, sehr lustigen und heiklen Situation. Denn einer dieser drei Mitglieder, dieser Täter, sage ich jetzt mal, möglichen Tätern, ist scheinbar mehr als ein möglicher Täter. Denn Ai Haibara spürte die Aura der Schwarzen Organisation. Dieses Gefühl hat sie immer, wenn ein ehemaliges oder ein aktives Mitglied der Schwarzen Organisation in der Nähe ist. Deshalb hat sie dann immer ganz, ganz dolle Angst. Unter anderem haben wir auch noch ein paar Krähen gesehen, die natürlich immer so ein bisschen symbolisch für die Schwarze Organisation stehen. Alle wurden dann quasi gefragt und das Komische ist, keiner dieser Vermieter irgendetwas mit einer Farbe zu tun hat, zumindest nicht in dem Namen. Doch der Sohn des Vaters hatte ein Notizbuch, dort hat er sich Sachen vermerkt. Unter anderem hat er gesagt, dass jeden Morgen, wenn er zur Schule will, ja, der rote Typ Krach macht. Er macht Krach, aber an diesem Tag hat er keinen Krach gemacht, denn es hat geregnet. Und genau hier kommt nämlich Subaru Okiya ins Spiel, denn er hat am Anfang gesagt, dass er jeden Tag bei diesem Gebäudekomplex die Blumen gießt, weil es sonst kein anderer macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum heißt er die rote Person? Kaito, so heißt der Sohn, liebt Mini-Autos. Und er dachte sich so, bei Rot und bei Mini-Autos, das hat doch etwas gemeinsam mit einem Feuerwehrauto. Und was machen Feuerwehrautos, wenn ein Brand ist? Genau, sie löschen es. Deshalb ist Subaru Okiya, weil er halt quasi jeden Tag, jeden Morgen die Blumen gießt, das Feuerwehrauto dementsprechend rot. Das ist auf jeden Fall das Wichtige. Und jetzt kommen wir nämlich zum Interessanten, ja, nicht nur, dass ja quasi AK für Rot steht, ja, also japanisch für Rot, wir wissen ja auch Shuichi Akai, aber jetzt kommen wir nämlich zur Namensherkunft. Diese besagt nämlich Folgendes: Shuichi Akai ist nämlich quasi eine Anlehnung an den Charakter Shah Aznable aus Mobile Suit Gundam, dessen Spitzname Roter Komet lautet, japanisch Akai. Und das ist nämlich hier der Hint, ja, er steht quasi also für die Farbe Rot
Und Subaru Kia wurde nämlich quasi in diesem Fall auch die Farbe Rot zugeordnet. Und jetzt überlegt mal, wie geil das eigentlich ist. Wir haben hier irgendeinen Fall, einer ist der Täter, weil er das Haus abgefackelt hat, weil er Streit mit dem Vermieter hatte. Und dann kommt Subaru Kia alias Shuichi Akais, neues Pseudonym. Und dann haben wir quasi dieses, ja, Spiel, diese Zuordnung, diesen Vergleich mit Farben. Was natürlich ein unglaublich krasser Hinweis ist zu Shuichi Akai. Das heißt, hier hätten wir schon erkennen können. Später ist natürlich auch noch wunderbar Folgendes passiert, nachdem der Fall aufgeklärt wurde. Ja, war natürlich die Frage, wo wohnt denn jetzt Subaru Kia? Denn er hat ja keine Bleibe mehr. Dann hat Conan einfach gesagt, Moment mal, du kannst bei mir wohnen, ja? Eigentlich wollte er zu Agasa, weil er ein großes Haus hat und Agasa war damit fein, aber ja, Halber hatte natürlich Angst, weil sie dachte, Moment mal, vielleicht ist er in der schwarzen Organisation, zumal er auch am Anfang gesagt hat, seine Lieblingsfarbe ist schwarz, wobei er die halt auch hasst. Er mag schwarz, weil er sich so ein bisschen verstecken kann, beziehungsweise Seiten, die er selber an sich nicht mag, aber er hasst schwarz auch, na logisch, wegen der schwarzen Organisation, die ja quasi dafür verantwortlich ist, dass sein Vater verschwunden ist. Sehr, sehr lustig. Und dann hat Ai gesagt, ey, wie kannst du denn jemanden bei dir wohnen lassen, den du gar nicht kennst? Und dann Conan so komplett ernst und auf einmal so auf lustig so, hä, wie kann denn eine Person schlecht sein, die ein Sherlock Holmes Fan ist? Unglaublich geil. Davor gab es nämlich im Fall eine wunderbare Anspielung. Also hat Conan im Namen von Shinichi ihm die Schlüssel gegeben. Dann sind Ran und Sonoko am Haus von Shinichi vorbeigelaufen und sie macht quasi so einmal im Monat oder so sauber und auf einmal hat sie gemerkt, irgendwie ist es hier kühler. Deshalb, Moment mal, ist vielleicht jemand da, weil die Lüftung an war? Sie hat Shinichi im Haus gesucht, hat keinen gefunden, sondern im Badezimmer lediglich Subaru Kia angetroffen, der sich die Zähne geputzt hat. Sonoko direkt ein Einbrecher und Ran hat sofort einen Kick gemacht und Subaru Kia ist quasi nach hinten gegangen, sodass er nicht getroffen wurde, ja. Also unglaublich krass, hier weiß man schon, irgendwie hat er irgendetwas Besonderes, ja, sehr, sehr geil. Er hat ja auch nochmal kurz seine detektivische Meisterarbeit, ja, ich sag mal mehr oder weniger spielen lassen. Er wusste nämlich, ja, dass beide bei einem Burgerladen waren. Warum ist ja wieso ganz einfach? Sonoko steht eigentlich im Vordergrund, aber nachdem sie herausgefunden hat, dass Subaru Kia eigentlich kein Einbrecher ist, dann auch dazu attraktiv und gebildet, hat sie sich in den Hintergrund gedrängelt. Aber das Ganze nur, weil sie quasi einen schlechten Atem hatte. Weil sie ja quasi Subaru kennenlernen wollte und wenn du jemanden attraktiv findest und sonst was und du davor Zwiebeln gegessen hast, ist natürlich nicht so fein und das hat er quasi geschlussfolgert. Mega, mega geil. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz wohnt er jetzt quasi da und dann haben wir noch einen weiteren Hinweis und zwar hat Ran gesagt, irgendwie kommt der mir bekannt vor, als ob ich ihn irgendwo schon mal getroffen hätte und tatsächlich hat sie ja Shuichi Akai in Mord in New York getroffen, in den Gassen. Unglaublich nice. Zum Schluss hatten wir dann auch noch so einen kleinen Wettschreit angezettelt von Ran, weil Sonoko gesagt hat, ich glaube, Subaru ist ein besserer Detektiv als Shinichi. Ja, Shinichi und Subaru haben es ungefähr zur gleichen Zeit gelöst. Auf jeden Fall war der Fall dann geklärt und Subaru hat dann einfach zum Schluss noch Alkohol getrunken. Aber kein, ja, ich sag mal, unbekannten Alkohol, sondern ein wunderbares Gläschen Whisky, um genauer zu sein, Bourbon. Unglaublich krass. Das war nur die erste Episode. Es gibt noch weitere Anspielungen, unter anderem zu Bourbon oder zu Rum. Dazu wird es auf jeden Fall später auch noch weitere Videos geben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, ist kostenlos und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Habt ihr das alles gewusst? Wenn ja, wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schaut euch die Folge einfach nochmal mal an und vielleicht seht ihr ja dann, Moment mal, irgendwie, wenn man es schon weiß, wird das Ganze immer klarer. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Aka.